So ist das. Ja, jetzt wäre ja Fußball-Ding. Jetzt wäre Euro. Euro-WM. Jetzt. Und die Jungs waren gut drauf vom Yogi. Die waren ja. Und dann kommt der Koma-Virus da. Die waren so gut drauf wie vor 2 Jahren wo waren das? 2018 beim Pudding. Weißt du noch, das war, so viel Pech war noch nie. Das war, wir waren praktisch schon mit einem Fuß im Finalding. Und dann verlieren wir auf einen Schlag die ersten 3 Spiele. Das war. So viel Pech war noch nie. Der Gomez, weißt du noch, der Mario Ding, der hätte beinahe zum ersten Mal bei einem Turnier einen Ball berührt. Das war so knapp. Das war Pech. So viel Pech war noch nie. Na, der Gomez, weißt du, der Luftloch Mario, ne? Komplett am Ding vorbei. Aber weißt du, die waren alle nix. Die waren alle. Wenn ich da anfange, die waren mit dem Defibrillator auf dem Platz. Das war eine Schildkrötenunterfunktion. Die Sportart war auch gar nicht klar. Ja, Fußball war es nicht. Der Jürgen ist einmal zu spät gekommen. Also, was ist denn das? Was machen die da? Das Paralympics für Gesunde, oder? Oder drehen die einen Film, weißt du, Männer, wo auf Bälle starren. Der Bella Reti hat gesagt, was Sie hier sehen, das sind reale Bilder, das ist keine Zeitlupe, hat er gesagt. Bella Reti, kennst du? Reti, normal hat er keine Ahnung. Der hat noch nie das gleiche Spiel wie ich gesehen. Aber du, gut, und jetzt? Aber weißt du, wenn jetzt der Impfstoff kommt, da nein, dann rennen sie vielleicht wieder. Ne? Der Ding ist ja, der Dietmar Hopp, kennst du? Der ist ja Fußball- und Virus-Ding. Das ist der Chef-Dermatologe Nummer 1. Die Epidemie-Virologe schießt jetzt wie der Virus aus dem Pilz. Der wird wahrscheinlich Taskforce haben, weißt du, von der Grundbasis. Leute, die von ganz unten kommen, die sich auskennen, ganz unten. Basler, Effenberg, Matthäus. Na, weißt du, von brauchst du jetzt. Na. Und wer hat wieder mal bis jetzt noch gar nichts zum Thema Transferpolitik im internationalen Fußball? Wer? Greta. Typisch. Jetzt, wo du mal brauchen könntest, gar nichts. Wo ist denn die? Die stehpaddelt wahrscheinlich mit ihrem Carbonbrett. Guckst du mal nachher auf den Kossi oder auf den Kulki. Da wird sie. Die ist ja komplett am Ding vorbei. Nein. Da habe ich immer gesagt, mit Greta habe ich kein Problem. Immer schön warm, 25 Grad. Super Insel, ne? Hotel, einwandfrei. Einwandfrei. Ja, ja. Na, aber. Ich meine, das mit dem Virus, das ist schon, aber der Achim, der schimpft ja dermaßen. Ich habe gesagt, Achim, mach langsam. Achim, jetzt gilt eins. Wir dürfen jetzt keine Panik vermeiden. Ne? Der schimpft, der schreit, ich bin noch nicht ganz sauber, wegen 0,1% schicke mir 100% in Einzelhaft. Ne? Das sind doch alles Behauptungen, was die da feststellen. Mit ihren Wasserstandsmeldungen, RKI und Ding. Ne? Der Achim schimpft und sagt, demnächst müssen wir einer alle Fledermaus fressen. Weißt, Fledermaus, Rot-Weiß, Pommes, Ding. Ne? Oder an Silvester müssen wir uns noch einen China-Böller in den Arsch stecken, wenn die es noch wollen. Ne? Und gesagt, Achim, jetzt, komm. Das darfst du aber nicht laut sagen. Leis langt auch. Ja, das ist, Leute, wir müssen jetzt, das ist halt mal. Ne? Wir müssen die Tatsachen im Dorf lösen und wir schaffen das auch. Weißt? Das ist nicht aufregen. Ne? Ich sage immer, das ist alles schlimmer, wie es sich anhört. Ne? Das Wasser wird nie so heiß, wie es ist. Ne? Und die ganze Verschwörungstheorie, die muss lösen, die rede viel, oder? Lass doch reden. Na, man darf nicht immer alles glauben, was man denkt. Na, mein Nachbar, dem wächst der Aluhut aus der Fontanelle, der von Anfang. Seit März mäht er der Rasen. Der ist komplett. Jeden Tag. Auch wenn es hagelt. Na, jeden Tag so viel weniger. Den nächsten fährt er mit seinem Bulldog in den Keller und in die Sauna.
Das einzige Gute an dem Virus ist, dass dem seine nicht mehr dauernd bei uns in der Küche mit der Kaffee, deswegen wissen wir alles besser. Eine wandelnde Freisprechanlage ist das. Aber sprachbegabt, muss man zugeben. Sprachbegabt, spricht fließend Blödsinn den ganzen Tag. Fehlerfrei. Und der ihr Parfüm, wenn du das rieche schon 100 Meter, du weißt schon. Das Parfüm von der, wenn das weltweit verteilst, ne, dann knickt der Eidevirus. Zack, ist er weg. Und dann raucht's an, die stinkt. Der Achim hat gesagt, die kannst du demnächst einstellen bei Dixi. Da kannst du als Geruch anfangen. Einwandfrei. Schafft beim Friseur. Friseuse im Endeffekt. Ne. Ihre Schwester komplett anders. Aber genauso am Ding vorbei. Ne. Die hat einen Öko-Bio-Lade. Da laufen so, weißt, so vegan, so glutenfreie Ingwergesichter laufen da rein. Ne. Die siehst du auch schon 100 Meter vor dem Eingang. Da bin ich mal rein in den Laden und hab gesagt, was ist denn das? Veleta, das ist doch ein Putzlappen. Ne. Ich gesagt, nein, das ist so Öl für die Haut, weißt du. Ja, die essen, trinken nichts, ne? Die Haut wird dann zäh. Ne? Ne? Die wird zäh wie Leder. Ja. Und ihr? Aber weißt du, warum ich glaube, dass die Frau Friseurin nicht mehr bei uns hier Operation schiefgegangen. Schlauchboot ist ein Flunder dagegen. Das habe ich zu meiner gesagt, sowas tun wir schon aufbeißen. Finger weg, weißt du? Wenn du das anfängst, wann hörst du auf? Das ist dann leichter gemacht als getan. Ne? Operation, das ist ein ganz schmaler Spagat.